Den Sommerputz kennt jeder und wer sein Heim liebt, der sollte auch sein Auto verwöhnen. Spätestens seit Ende April sollte jetzt jeder Autobesitzer die Sommerreifen aufgezogen haben. Und nicht nur beim Wechsel selbst, sondern auch immer wieder mal zwischendurch sollten die Reifen zur eigenen Sicherheit kontrolliert werden. Dass die Schrauben immer angezogen sind. Und der Druck muss stimmen und das Profil muss stimmen. Ja, ob die abgefahren sind zum Beispiel, Profil haben. Profiltiefe. Äußere Schäden, Luftdruck. Der Reifen ist die einzige Verbindung zwischen Auto und Straße. Gerade deswegen ist er das Herzstück. Der falsche Luftdruck, eine zu geringe Profiltiefe oder auch Schäden am Reifen können die Fahrt, gerade bei gefährlichen Situationen, entscheidend beeinflussen. Denn die Verbindung zwischen Reifen und Asphalt, die ist nicht groß. Also viermal eine Postkarte groß, um die Verbindung zur Straße herzustellen. Und diese Anforderungen an diese Physik, die sind schon sehr hoch. Und das ist schon sehr wichtig, dass man das halt so optimal nutzt, wie man kann, weil es halt doch dann ein schnelles und ein schweres Gerät ist. Und wenn man da nicht sicher unterwegs ist, da kann doch eine Menge passieren. Gesetzlich vorgeschrieben ist die Mindestprofiltiefe bei Sommerreifen mit 1,6 mm. Die großen Reifenhersteller raten aber schon bei 3 mm den Reifen auszutauschen, gerade wegen des Nassbremsens und der Aquaplaning-Gefahr. Und zusätzlich riskiert jeder bei abgefahrenen Reifen ein Bußgeld. Die einfachste und schnellste Methode, die Reifenprofiltiefe zu messen bzw. zu bestimmen, ist, ich nehme eine 1-Euro-Münze. Die 1-Euro-Münze hat einen goldenen Rand. Dieser Rand ist 3 mm breit. Und daran kann ich, anhand dieser Münze, kann ich eigentlich sehr schnell messen, wie tief mein Profil ist. Für den richtigen Luftdruck gibt es in der Innenseite der Fahrertür die richtigen Angaben. Gerade wenn es zur Ferienzeit mit vollem Auto in den Urlaub geht. Dazu einfach ab und an mal den Reifen anschauen, ob äußere Schäden sichtbar sind. Mit diesen kleinen, effektiven Maßnahmen ist dann jeder Fahrer noch ein Stück sicherer unterwegs. Und wer neue Reifen braucht, der sollte beim Neukauf nicht sparen und auf Bewährtes setzen. Ja, also Qualität bei einem Reifen ist immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Nichtsdestotrotz testen wir ja diese Reifen. Und gerade bei diesen Reifentests muss man wirklich sehr detailliert schauen. Also man muss wirklich gucken, dass man einen Reifentest bekommt mit der entsprechenden Reifengröße. Also Sie können beispielsweise nicht sagen, dass der Reifen XY wirklich hervorragende Testergebnisse für alle Fahrzeuge, für alle Reifengrößen hat. Auch hier wirklich den gezielten Blick auf die entsprechende Reifengröße, um dort auch das entsprechende Testergebnis für das jeweilige Fahrzeug zu bekommen. In dem Fall können wir das auch zum Beispiel mal mit Schuhen vergleichen, denn wer ein langlebiges Produkt mit gutem und sicherem Halt zur Straße möchte, der sollte langfristig denken und lieber ein paar Euro mehr ausgeben.